Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit Herrn Zimmermann. Ich darf Herrn Zimmermann kurz vorstellen. Herr Zimmermann hat Mathematik studiert, hat auch im Jahr 1982 an der Universität Bonn ein Diplom in Mathematik gemacht. Er hat sich dann weiterhin mit Themen wie Control Theory, Mathematical Finance und Game Theory beschäftigt, hat dann in Bonn ebenfalls promoviert. Im Jahr 1987 mit einer Arbeit zur Spieltheorie. Er hat dann seine Karriere begonnen bei der Siemens AG im Bereich Corporate Technology, war da zunächst Senior Principal Research Scientist oder war später da Senior Principal Research Scientist und im obersten Führungskreis der Corporate Technology. Seit dem Jahr 2017 ist er Senior Research Scientist in der Abteilung Analytics des Fraunhofer Instituts, Fraunhofer Arbeitsgruppe Supply Chain Services und seit dem Jahr 2019, also seit letztem Jahr, Chief Scientist in der Abteilung Analytics des Fraunhofer Instituts in der Abteilung für Supply Chain Services SCS. Ich darf Herrn Zimmermann recht herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und heute einen Vortrag halten zum Thema Ökonomie und AI, Neuro, Modewelle oder natürliche Kombinationen und übergebe Ihnen das Wort. Vielen Dank für die Einladung, hier diesen Vortrag zu halten. Und ich möchte gleich an dieser Titelfolie hier erklären, was ich als zentralen Inhalt sehe. Nämlich, es gibt wirklich eine inhaltliche Verbindung von Artificial Intelligence, Ökonomie, Ökonometrik und Finance. Aber Artificial Intelligence ist keine Angelegenheit, die uns als Menschen in wenigen Jahren ablösen wird als nächste Stufe der Evolution. Und von daher ist diese Aussage, Artificial Intelligence ist die Erklärung für alles in der Welt, halte für kompletten Unsinn und das werde ich Ihnen auch im Laufe der Zeit hier erklären. Trotzdem, es gibt einen wichtigen Inhalt, eine wichtige Brücke von Artificial Intelligence und die würde ich Ihnen gerne auch historisch aufgebaut erklären. Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zu mir selber sagen. Sehen Sie, wenn Sie im Zentralbereich Forschung von Siemens sitzen, dann kriegen Sie die Aufgaben, die woanders nicht gelöst wurden. Das heißt, es ist schwer, sprich, man muss Forschung machen. Auf der anderen Seite können Sie nicht bei der Forschung bleiben, sondern Sie müssen die Brücke zur Anwendung machen und begründen, warum das denn für die Firma am Ende des Tages auch was bringen kann. Und wenn Sie als Vision das Thema Prognose haben, haben Sie natürlich beide Seiten. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr schwer. Und es ist auf der anderen Seite auch eine Angelegenheit, wo man im Firmenrahmen begründen kann, dass das in Technik und in Wirtschaft eine Rolle spielt. Wenn Sie Mathematiker sind, dann interessieren Sie sich besonders für nichtlineare, hochdimensionale, dynamische Systeme. Und das ist eine Angelegenheit, die kann man hier wunderbar koppeln, dass ich zudem dann noch viel unterrichtet habe an allen möglichen Orten auf der Erde. Und jetzt gerade in Kapstadt sitze und das da auch wieder tue, das ist sozusagen dann nur eine Nebenbemerkung. Jetzt kommen wir zum Inhalt. Ich möchte gerne mit einer historischen Einführung anfangen, die mag Ihnen etwas seltsam vorkommen, aber sie wird später wichtig werden. Die Vorgeschichte von Artificial Intelligence fängt eigentlich 1943 mit einem Aufsatz von McCulloch und Pitts an, der also in einem mathematischen Logik-Journal publiziert wurde. Und die Idee ist folgendes. Die Frage heißt, kann Biologie analog zu Computern arbeiten? Und McCulloch und Pitts haben sich dazu Folgendes überlegt. Übrigens, der McCulloch ist Biologe und Pitts ist Mathematiker gewesen. Also, wenn ich mir ein Gehirn anschaue, dann ist das Verständnis davon viel zu kompliziert, um das in einem Schritt hinzukriegen. Wenn ich das also analysieren will, gucke ich mir zunächst mal eine einzige Zelle in dem Gehirn an. By the way, können Sie meine Maus sehen? Können Sie sehen, dass ich die Maus? Ja, gut. Dann haben Sie also jetzt hier eine einzige Neuronenzelle, die funktioniert so, dass bis zu 10.000 Eingangsleitungen zusammenkommen, sich überlagern und dann aus einer Leitung heraus ein Ausgangsimpuls gesendet wird, der über Knoten läuft, die heißen Synapsen, bevor das in die nächsten Eingangsneuronen wieder reingeht.
mit dieser vereinfachten, grob vereinfachten Darstellung kann man dann hingehen und sagen, ja, jetzt machen wir ein mathematisches Modell dafür. Wir haben ganz, ganz viele Eingänge. Die Modifikation hier wird über die Multiplikation mit Parametern erreicht. Entweder ist das ein Aufblähen des Signals oder ein Dämpfen des Signals. Dann bilden wir die Summe aller Signale hier, das ist der akkumulierte Input, der wird mit einem Schwellenwert verglichen. Ist dieser akkumulierte Input größer wie der Schwellenwert, dann ist das hier eine positive Zahl, sprich nach Durchgang durch diese Stufenfunktion werde ich dann die Ausgabe 1 haben. Wenn ich unterhalb vom Schwellenwert liege, habe ich die Aussage 0. Und diese paar Formeln hintereinander geschrieben ist nichts anderes wie eine runde lineare Algebra und dann eine nichtlineare Stufenfunktion. So, jetzt ging es aber nicht darum, ein Neuron zu verstehen, sondern man wollte ja hingehen und ein neuronales Netzwerk im Sinne eines Gehirns verstehen. Das ist immer noch zu kompliziert, also nehmen wir uns nur eine Teilstruktur heraus, nämlich das Auge. Und es geht eben so, dass ich da auf der Eingangsseite die Zellen habe, die Licht wahrnehmen können und die mit einer nächsten Schicht dahinter verbunden sind, sodass die Signale, die von hier vorne kommen, hier hinten weiterverarbeitet werden können. Je nachdem, wie stark die Gewichte eben auf diesen Leitungen drauf sind, kommt ein Ausgangssignal raus. Das kann ich natürlich, wenn ich andere Gewichte nehme, auch in einer anderen Form weiterverarbeiten und so weiter für viele Neuronen. So habe ich also die Netzhautschicht hier abgebildet auf eine nächste innere Schicht. Das kann ich auf eine nächste innere Schicht machen. Irgendwann muss ich damit aufhören. Im Auge sind es 7 Schichten. Und dann habe ich also hier insgesamt gesehen eine Abbildung von einem Input auf einen Output. Und wenn wir die einfache lineare Algebra von hier unten jetzt aufschreiben in Vektorform für viele Neuronen, dann wird also aus diesem einen Neuron hier wird insgesamt Matrixalgebra. Naja, der Inputvektor multipliziert mit der ersten Zeile hier verglichen mit dem ersten Schwellenwert durchgegangen durch die erste Nichtlinearität. Das ist das, was hier passiert. Fürs nächste Neuron haben wir dann halt die zweite Zeile und so weiter und so fort. So, alles, was hier rauskommt, dient als Input für die nächste Matrixverarbeitung hier, die nächste Nichtlinearität und so fort. Also als Mathematiker ist das Lernerlebnis hier. Hören wir endlich auf, über Taylor-Entwicklungen nachzudenken, sondern untersuchen eine Funktionenklasse, die alternierend aufgebaut ist als lineare Algebra und dann nicht eindimensionale nichtlineare Funktionen dazwischen. Weil wenn die nicht da wären, dann könnte ich einfach die lineare Algebra ausmultiplizieren. So kann ich das also über mehrere Schichten hintereinander fortsetzen und irgendwann höre ich halt auf, dann habe ich meinen Output-Vektor. Das ist das mathematische Lernerlebnis. Und McCulloch und Pitts hatten gar nicht die Idee, dass sie jetzt da nichtlineare Regressionen von Input auf Output machen wollten. Nein, die wollten nur Nullen und Einsen als Input haben und Nullen und Einsen als Output haben. Deswegen langte es ihnen auch, hier eine harte Nichtlinearität zu haben. Nämlich da kommt dann eben als Output exakt 0 oder exakt 1 raus. Und das Ziel der Übung in diesem Paper war zu sagen, guck mal, mit einer solchen Schaltung hier kann ich Boolesche Algebra spielen. Das heißt, ich kann Aussagenlogik repräsentieren. Das heißt, ich könnte in einem biologischen Gehirn Aussagenlogik darstellen. Das ist das Ziel. Und das wird oft gelesen als Äquivalenzbeweis zwischen Silizium und Biologie, was natürlich in der Form nicht stimmt. Was ich hier gezeigt habe, ist nur, ich kann hier drin Aussagenlogik repräsentieren. Wenn man dann noch ein Gedächtnis dazu hat, ist das schon sehr viel. Aber es könnte ja sein, dass die Biologie noch viel mehr Features hat als die, die in dieser Formel ausgedrückt sind. Und vielleicht ist das ja wichtig. Und deswegen gibt es eben im Moment immer noch dieses mit 1 Milliarde EU-Geldern finanzierte European Brain Project, die versuchen, die ganzen chemischen und weitere elektrische Details von so einem Gehirn nachzubauen, um zu gucken, ob da mehr rauskommt, wie das, was wir auf der einfachen Folie hier sehen. Ich persönlich glaube nicht, dass da mehr rauskommt. Aber das können wir jetzt endlos ausdehnen. So, das ist die Vorgeschichte. Und dann haben sich also 1955 einige Leute zusammengesetzt. Hier sieht man einen Teil von ihnen, um eine Sommerschule zu organisieren. Das hier ist das Proposal für die Sommerschule, das abgegeben worden ist bei der Rockefeller Foundation, um Geld zu kriegen. Also das ist 1955 vorgestellt worden. Da kommt das erste Mal der Begriff künstliche Intelligenz vor.
Und das Ziel der Übung hier sollte sein, kann ich das, was ein Mensch kann, auf eine Maschine simulieren? Kann ich das, worin wir sozusagen automatisch gut sind, kann ich das auch im Computer darstellen, was natürlich mit den Computern von 1955 völlig illusorisch war. Aber die Vision kann man ja haben. Das heißt, diese ganze Veranstaltung hier war eigentlich eine visionäre Veranstaltung. Und wenn man das jetzt von der Vision etwas konkreter macht, heißt die Frage, ja, wie wollen wir das denn machen mit dieser Verbindung hier, was ein Mensch kann, soll die Maschine jetzt auch können. Und das geht eigentlich auf zwei Fragen. Die eine Frage heißt, was will ich denn jetzt ausdrücken? Was will ich darstellen? Die zweite Frage heißt, wie soll das geschehen? Ja gut, bei dem was soll geschehen, dann guckt man sich halt an, in was sind wir gut. Wir sind gut in Wahrnehmung, wir sind gut in irgendwas zu verstehen und wir sind gut in rationale Aktionen zu machen, jedenfalls meistens. Und bei der Frage, wie wollen wir das tun, da ergibt sich natürlich, wenn man die McCulloch-Pitts-Geschichte von vorher kennt, die automatische Antwort, ja, versuchen wir das doch brain-like zu machen. Und die Darstellung dieser Seite und dieser Seite hat Jahrzehnte gedauert, um das mit mehr und mehr Mathematik zu unterfüttern, mit mehr und mehr Computerpower zu unterfüttern, bis es wirklich möglich war, da eine stringente Antwort drauf zu geben. Und aus heutiger Sicht, wenn ich die ganzen Detailschritte jetzt überschlage, würde ich das so beschreiben. Wahrnehmung heißt, die Daten, die ich von der externen Umwelt wahrnehme, sind sehr heterogen. Das kann sein Bild, Akustik, Sensorwerte, sprich Vektoren von Zahlen. Und irgendwie müssen die ja zusammengesetzt werden. Wie geht das? Das Zweite, das Understanding ist ein Begriff, den ich persönlich nicht mag, aber den ich nicht umgehen kann, weil Verstehen ist etwas, was in meinen Augen wir können. Die Maschine wird es nie können. Ich werde Ihnen das später dann erklären, warum ich das so sehe. Aber um das auf was Konkretes runterzukochen, würde ich sagen, was hier gemeint ist, ist Modellbau. Modellbau basierend auf Daten, Modellbau basierend auf heterogenen Daten, die also jetzt nicht einfach nur Zeitreihen sind. Und der dritte Punkt hier ist Aktionsplanung. Naja gut, das kann man, wenn man so will, untergliedern in Entscheidungsunterstützung. Das heißt, die Maschine liefert nur einen Vorschlag, aber die Unterschrift setzt immer noch ein Mensch drunter. Optimierung würde ich benutzen für eine statische Beschreibung und Control oder Optimal Control halt für eine dynamische Beschreibung, was da optimiert werden soll. Ja gut, und die Mathematik, die dafür entwickelt wurde und das für die Bildverarbeitung, für den Bildverarbeitungsteil hier drin, das ist halt eine Angelegenheit, die ist sogar erst nach 2000 durchgängig durchgezogen worden, sind diese Convolutional Neural Networks, die nicht hingehen, den kompletten Input-Vektor auf einmal verarbeiten, sondern nur lokal auf Umgebungen von dem Bild gucken und damit Weiterverarbeitung machen. Können wir uns noch anschauen. Dann der Modellbau, das ist natürlich Feed-Forward oder rekurrente neuronale Netze, je nachdem, ob man statische oder dynamische Vorgänge untersucht. Und der Witz besteht darin, dass wir immer größere Systeme zu machen, also nicht eine Handvoll Dimensionen, sondern möglicherweise hunderte von Dimensionen. Ja gut, und Optimal Control angewandt auf beobachtete Systeme, das ist eigentlich dann das Reinforcement Learning. Ich will Ihnen gerade mal, um den Unterschied klarzustellen zwischen, sagen wir mal, einer normalen Engineering-Darstellung und einer AI-Darstellung, das an zwei Beispielen hier vorne deutlich machen. Schauen Sie, das ist eine der erstaunlichsten Phänomene, die es in den 60er Jahren gegeben habe, war ja der Mondflug. Und Mondflug ist eine Angelegenheit, wo tausende Ingenieure daran gearbeitet haben, um jedes Detail zu durchdenken. Das ist also geradezu ein Gegenbeispiel von Artificial Intelligence. Das ist eine Angelegenheit, wo die Erfahrung von Jahrhunderten Physik und Engineering für beeindruckende Maschinen zusammengesetzt worden ist, um das hinzukriegen. Mit der zugehörigen Mathematik dabei und Physik, ja. Ein Beispiel, was aber hiermit sozusagen total orthogonal draufsteht, wäre zu sagen, autonomes Fahren. Autonomes Fahren wäre das Königsbeispiel für Artificial Intelligence, weil
Sie haben im Auto die Bild, also die Kameras. Sie haben im Auto Ultraschall, Sie haben im Auto Radar oder LIDAR. Das heißt, Sie haben eine riesige Menge von unterschiedlichen Informationen, die da zusammenkommen. Wenn Sie so wollen, auch Akustik in dem Sinne von, dass der Navigator über Sprache gesteuert wird. Das heißt, Sie haben eine riesige Menge von verschiedenen Wahrnehmungsschritten, die zusammengesetzt werden müssen. Denn schauen Sie, wenn der Fahrradfahrer hier geradeaus fährt und Sie auch gerade woraus fahren wollen, dann ist es ziemlich egal, was der tut. Wenn der geradeaus fährt und Sie wollen abbiegen, dann spielt das eine riesige Rolle, was hier passiert. Sprich, Sie müssen eine Beurteilung davon machen, was denn die Situation nicht nur als Bild jetzt im Moment darstellt, sondern was das in den nächsten paar Sekunden machen wird. Das heißt, Sie müssen sozusagen aus der Wahrnehmung eine dynamische Simulation für die nächsten Sekunden machen. Dasselbe können Sie eine Story erzählen hier für den Fußgänger. Ist ganz großer Unterschied, geht der geradeaus oder geht der in Richtung auf die Straße hin? Im einen Fall ist es dem Auto egal, im anderen nicht. Also kann man ganz viel zu sagen. Das ist sehr schwer und deswegen glaube ich nicht, dass künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren vollständig in der Lage sein wird, perfektes autonomes Fahren zu ermöglichen. Das ist eine große Herausforderung, die noch viel Arbeit erfordert. Aber es ist nicht unser Thema hier. Unser Thema ist Ökonomie. Also muss ich jetzt die Frage beantworten, warum glaube ich, dass künstliche Intelligenz für Ökonomie, Ökonometrie und dann eben auch Finance wichtig ist. Und das will ich wieder durch diese drei Schubladen durchziehen. Also was ist Wahrnehmung? Was ist das Wahrnehmungsproblem in der Ökonomie? Ja, eine der Antworten, die mir halt begegnet ist, ist, also wir haben nicht hervorragende Problem mit der Bildverarbeitung, auch weniger mit Sprachverarbeitung. Aber wir haben das Problem, dass die Ökonomie als solche ja nicht einfach beobachtbar ist. Ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, ah ja, das ist die Ökonomie. Nein, die meisten Zahlen, die ich davon bekomme, sind berechnete Zahlen. Das heißt, ich habe hier einen Übersetzungsmodus, dass etwas stattfindet in der Umwelt da draußen und daraus wird dann mit mehr oder weniger großen staatlichen Institutionen werden erst die Zahlen gemacht, die dann die Ökonomie beschreiben. Ich hatte mal ein Projekt mit Eurostat. Da ging es um die Frage, also da habe ich eben vorgetragen, was ich denn alles über Prognose sagen kann und war dann irgendwie etwas irritiert, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist schön, aber was wir wollen, ist nur, wir wollen wissen, wie die Gegenwart aussieht, weil die meisten Daten, die wir kriegen, sind, das ist schon 20 Jahre her, die meisten Daten, die wir kriegen, sind zeitlich verzögert und die Politiker wollen von uns immer die gegenwärtigen Werte wissen. Also wenn wir das sagen könnten, wären wir schon glücklich. Also das heißt, die Beobachtung der Ökonomie ist ein nicht triviales Problem. Dann kommen wir zu dem wichtigen Punkt Understanding. Das würde ich gerne aufgliedern in Makro, Mikro und Finance, weil ich mich dazu dann im Detail weiter äußern werde. Ja, Makro ist eigentlich eine Sichtweise auf die Ökonomie, wo ich akkumulierte Zahlen anschaue, zum Beispiel Bruttosozialprodukt oder ähnliches. Und dann für die akkumulierten Zahlen eine Wechselwirkung untersuche, in sehr vielen Fällen in Form von linearen Modellen. Das heißt, ich gucke eigentlich nur nach Zahlen und die Wechselwirkung von Zahlen. In Mikroökonomie versucht man die detaillierte Kausalität oder Wechselwirkung von ökonomischen Agenten zu beschreiben, in Form von Utility Functions, irgendwelchen Maximierungskalkülen, Profit oder Kostenminimierung und versucht dann daraus zu erklären, warum sich Ökonomie so verhält, wie sie sich halt verhält. Was eine extrem schwere Frage ist, eine Brücke zu finden zwischen Mikro und Makro. Als ich damals noch in Bonn war, da haben wir durchaus solche, naja, Ansätze gemacht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein schönes mikroökonomisches Modell, dann multiplizieren wir das mit 80 Millionen und dann haben wir halt ein Deutschlandmodell. Also das ist ja nun eine extrem übersimplifizierte Art und Weise, von Mikro auf Makro zu schließen. Der Bereich Finance ist ja nochmal ein Thema für sich, weil im Wesentlichen beruht er auf irgendwelchen Übersetzungen von Random Walk-Theorien, um Unsicherheit zu beschreiben.
was zunächst mal auch keine direkte Brücke zwischen dem Mikro-, Makro- und Finance dann ausmacht. Was ich Ihnen begründen will im Folgenden ist, dass Sie mit, wenn Sie das mit Neuro und AI angucken, dass Sie das alles zusammensetzen können. So, und Action Planning ist total klar. Wir werden nicht dafür bezahlt als Ökonomen, dass wir sagen, ja, so kann man die Welt angucken, sondern am Ende muss man Entscheidungen fällen. Und diese Entscheidungen zu machen, die, ob das nun Investitionsplanung ist, Supply Chain Management, das ist eine Angelegenheit. Dass das gut läuft, da kommt es nachher drauf raus. Und jetzt möchte ich eben gerne diese drei Punkte hier, Ökonomie, nämlich die Wechselwirkung Mikro und Makro, wie ich das sehe, Ökonometrie als Beschreibung hochdimensionaler nichtlinearer Systeme und Finance dann eben insbesondere Risk Modeling, will ich das eben darstellen. So, jetzt kommt eine Folie, die sieht auf den ersten Blick mal so ähnlich aus wie die Biologiefolie, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Und das ist mir wichtig, weil ich würde das gerne als Analogie ausdrücken. Was wir wollen hier ist einen Markt beschreiben. Einen Markt zu beschreiben als Ganzes von vornherein ist so ziemlich ähnlich hoffnungslos, wie ein Gehirn beschreiben zu wollen. Also jetzt halte ich mich mal an die Überlegung von eben, um das zu analysieren. Also was heißt das? Damals habe ich eine Neuronenzelle gehabt, jetzt habe ich also einen Trader hier als individuelle Zelle. Wenn ich einen Trader anschaue und ich habe später dann viele Stunden mit so Leuten zusammengesessen, was hat der? Naja, der hat so zwischen 3 und 6 Bildschirme vor sich, über die er sich mit Zahlen zuschlagen lassen kann, wenn es denn aushält. In Wirklichkeit wahrnehmen kann er davon vielleicht ein Dutzend Zeitreihen, was die aktiv tun. Und das heißt, die erste Aufgabe, die er hat, ist ein Informationsfilterproblem. Wie kann ich aus den zehntausenden Zahlen, die Reuters, Datastream und wie sie alle heißen, liefern, wie kann ich daraus zusammenfiltern, was ich wirklich brauche? Das Zweite, was er hat, er wird ja auch nicht dafür bezahlt, ein Dutzend Zeitreihen anzuschauen, sondern er muss die Meinung bilden, was wird der Wechselkurs Dollar, Euro jetzt machen oder was wird irgendein Aktienwert machen oder was wird ein Aktienindex machen. Das heißt, er muss eine Aggregation dieser Informationen hin zu einer ausdrücken, nämlich, naja, ich glaube, das wird steigen oder nicht. Und als Letztes, diese Leute sitzen da, die müssen eine Unterschrift unter einen Kontrakt setzen. Das heißt, als Letztes wird von ihm gefordert, unterschreibst du jetzt den Kontrakt oder nicht? Und wenn Sie meiner Beschreibung folgen, dann sehen Sie, dass das, was ich gerade erzählt habe, ist ein psychologisches Modell für die drei Elemente Filterung, Aggregation und Schaltvorgang. Und das Erstaunliche ist, dass dieses rein psychologisch begründete Modell sich mit genau derselben Formel ausdrücken lässt, wie die, die wir da auf der ersten Folie hatten. Nämlich, ich habe ganz, ganz viele Input-Variablen. Die meisten will ich rausnehmen, indem ich hier ein Gewicht von 0 davor schreibe. Dann aggregiere ich die Variable über eine gewichtete Summe. Dann vergleiche ich das mit dem Schwellenwert. Wenn ich oberhalb liege, dann heißt das ja, tu was, im anderen Fall lass es bleiben. Geht, tu eben nichts. So, das heißt also, ein so ein Neuronenmodell hier ist ein wunderbar elementares Modell, um eine Entscheidung zu beschreiben. Und was bitte dann ist ein Markt anders als die Wechselwirkung sehr vieler Entscheidungen? Also ich verstehe Märkte als die Wechselwirkung sehr vieler Entscheidungen, wo sich die einzelnen Entscheidungsträger hier gegenseitig ihre Entscheidungen weitergeben und natürlich auch von externen Informationen beeinflusst werden. Also in all diesen Räumen, hier hängen CNN, NTV und so weiter als Bildschirm an den Wänden. Und dann fließt die Entscheidung, die er gewählt hat, fließt auf seine Nachbarn weiter und umgekehrt genauso. So, wenn Sie das haben, dann haben Sie eben nicht mehr das Beispiel vom Auge vor sich, sondern dann haben Sie ein rekurrentes Netz. Dann haben Sie, dass Sie sagen können, okay, der State vom System hier zu einem Zeitpunkt plus die externen Informationen lassen mich hoffentlich errechnen, wie der State, sprich die Entscheidung, einen Zeitpunkt später sein wird. Und so rechne ich das halt über die Zeit hinweg immer weiter als Vorgang. Ja, und was ist jetzt, also das ist eine rein mikroökonomische Sichtweise, die ich hier mache.
Ich versuche ja zu erklären, was mikroökonomisch im Markt passiert, nämlich Wechselwirkung von Entscheidungen. Was ist die Brücke zum Makro? Ja gut, ich kann diese ganze Mikroökonomie ja gar nicht beobachten, sondern ich kann nur sagen, das, was hier intern stattfindet, führt dazu, dass irgendeine makroökonomisch gemessene Größe eintritt, zum Beispiel der Preis, der Wechselkurs oder was auch immer. Sprich, ich habe hier diese Brücke von, also ich habe hier eine dynamische Systembeschreibung, das ist die Beschreibung über die Zeit hinweg und das ist die Output-Gleichung oder Beobachtergleichung, die hier stattfindet. Die Beobachtergleichung macht genau die Brücke von Mikro auf Makro. Die Zahlen, die hier stehen, sind makroskopisch beobachtbar, die hier innen drin nicht. So, jetzt haben Sie also hier die Begründung, dass Sie hier ein State-Space-Modell haben, was in dieser Struktur simuliert, wie Interaktion von Entscheidungen läuft und dann eben Märkte. Dann können Sie sich fragen, ja also gut, Interaktion von Märkten ist gut, aber ist das kompliziert genug, um das hier zu beschreiben auf der linken Seite? Und da ist meine Antwort ja, ich finde ja. Warum? Na gut, Sie brauchen keine besondere Wechselwirkung auszudrücken, ob die Märkte sich normal oder verrückt verhalten. Sehen Sie, wenn es halbwegs gleich viele Käufer und Verkäufer gibt hier, dann kann das System sehr wohl zu einer linearen Struktur hinkonvergieren, weil diese elementaren Schritte, diese Stufen hier dann keine Rolle spielen, weil die gleichen sich sozusagen über die große Menge aus. Wenn es aber so ist, dass diese Stufen hier alle gleichzeitig auftreten, dann haben Sie natürlich nicht viele kleine Stufen, sondern haben Sie eine große Stufe und dann kriegen Sie eben dieses insgesamt chaotische Verhältnis, was Sie hier in den Märkten auch haben. Sprich, ich kann in einem einzigen Rahmen hier die verschiedenen, naja, möglichen Szenarien in den Märkten auch ausdrücken. Und die gute Neuigkeit ist, ich kann Ihnen, wenn ich mehr Zeit hätte, einen mathematischen Beweis zeigen, egal wie kompliziert F und G ist. Ich kann das immer durch neuronale Formeln ausdrücken. Also das ist sozusagen mein ökonomisches Argument, warum ich glaube, dass Ökonomie und künstliche Intelligenz in Form von neuronalen Netzen hier eine Rolle spielt. Machen wir ein bisschen schneller. Wenn ich jetzt nicht Volkswirtschaft, sondern betriebswirtschaftlich in die Sache reingucke, also von einer Firma aus, dann habe ich Procurement, Production und Verkauf. Und wie würde im Procurement das Ganze eine Rolle spielen? Na gut, im Procurement müssen Sie sich mit Einkauf beschäftigen, sprich Einkaufspreise vorhersagen. Und Einkaufspreise vorhersagen heißt, dass Sie die komplette Entwicklung über irgendeinen Zeitraum, der Sie interessiert, sei das einen Monat oder ein Jahr, vorhersagen, damit Sie den optimalen Zeitpunkt für den Kauf von Ihren Rohstoffen machen können. In der Produktion geht es eigentlich eher um Qualitätsimprovement, also Qualitätssteigerung. Kostenreduktion, finde ich, sollte man immer erst in zweiter Linie betonen, weil Kostenreduktion wird immer auch gelesen als Personalreduktion, was natürlich gesellschaftliche Konsequenzen hat, über die man dann lange reden kann. Aber Qualitätsimprovement, das ist eine Angelegenheit, da kann keiner was wollen. Ja, wie macht untersucht, wie sind die Input-Output-Zusammenhänge von irgendwelchen Variablen und da kann ich dann noch länger drüber reden. Im Verkauf ist wieder klar, da brauche ich wieder Prognose, weil ich muss ja sozusagen über eine Prognose der potenziellen Absätze meines Gutes, der potenziellen Nachfrage entscheiden, wie soll die Produktionslinie laufen. Also wir haben wieder unsere mathematischen Kerntechnologien hier drin. So, und für die Finance-Geschichte, da will ich erstmal ein Stück mehr Mathematik einschleusen, damit ich das richtig erklären kann. Also wir hatten ja in der Einführungsfolie schon gesagt, dass wir gesagt haben, wir können hochdimensionale nichtlineare Systeme beschreiben, indem wir diese Funktionenklasse betrachten. Und das seit 1989 war dann auch bekannt, man muss diese Iteration von linearer Algebra und nichtlinearen Funktionen gar nicht immer weitertreiben. Wenn man das nur einmal so kurz aufdröselt, dann kann man schon jede beliebige kontinuierliche Funktion auf einem kompakten Träger ausdrücken. Das hat zu einer, es ist erstmal ein Erfolgserlebnis aus mathematischer Sicht,
aber hat dann auch einen Nachteil, nämlich kein Mensch hat darüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht besser wäre, das so über eine tief geschachtelte Funktion auszudrücken. Und deswegen ist das Thema Deep Learning eine Zeit lang einfach eine Randerscheinung gewesen, obwohl das eigentlich von Anfang an immer dabei war. Deep Learning und Deep Neural Networks ist keine neue Erfindung. Das ist einfach nur die Idee, dass ich diese Iteration hier länger fortsetze. Ja gut, wir wollen hier nicht nur über Formeln reden, wir wollen die als Architekturen darstellen. Zum Beispiel, dass ich sage, der Vektor, der hier vorkommt, stelle ich als Ellipsoid dar, jede Matrixmultiplikation dann als Pfeil. Wenn ich das tue, dann habe ich also x wird multipliziert mit w1, gibt wieder einen Vektor. Der wird verziert elementweise mit einer nichtlinearen Funktion, dann kann man begründen, warum Tangenzahl da ein gutes Beispiel ist. Und da kommt wieder ein Vektor raus und der wird wieder multipliziert und wieder ein Vektor raus, sprich der Output-Vektor. So, das ist die Berechnung der Funktion hier. Und dann werde ich da aber, wenn ich hier Zufallszahlen in den Matrizen W1, W2 stehen habe, kriege ich natürlich eine unsinnige Input-Output-Konnektion. Und dann vergleiche ich halt den berechneten Output mit dem Daten-Output, kriege einen Fehler und der außerhalb beobachtete Fehler, der wird jetzt zurückgerechnet durch diese ganze Architektur. Und dann ist die mathematische Schönheit daran, dass das Kreuzprodukt von den beiden Informationsflüssen, was immer das im Detail heißt, das Kreuzprodukt von den beiden Informationsflüssen gibt mir genau alle ersten Ableitungen der Errorfunktion nach den Gewichten hier. Und deswegen kann ich dann Optimierungsverfahren für die Gewichte machen. Dasselbe gilt hier. Nur die lokalen Informationsflüsse sind wichtig. Und das Großartige daran ist, wenn ich nicht so ein kleines System habe, sondern ein tausendmal größeres System, so große Systeme rechnen wir, tausendmal größere Systeme habe, dann ist die eigentliche Rechenoperation immer noch lokal, sprich einfach. Genau. So, jetzt wollten wir aber doch eigentlich über dynamische Systeme reden. Da hatten wir dann diese Modelle, die den Zustandsübergang beschreiben und die Brücke von Mikro auf Makro. Dann kann ich beweisen, dass wenn ich eine solche Darstellung habe, dass ich das immer auch ausdrücken kann als eine Angelegenheit, die neuronal aussieht, sprich ein bisschen lineare Algebra und dann so eine geklettete Stufenfunktion außenrum. Und die Output-Funktion darf sogar linear sein. Wenn es hier nicht wäre, dann könnte ich die Nichtlinearität hier oben reindrücken. Und wenn wir das jetzt wieder in eine Architektur übersetzen, dann heißt das doch, dass das Bild, was hier steht, übersetzt wird in der nächste Zustand wird ausgerechnet aus dem Vorgängerzustand plus dem, was die externen Variablen sagen. Leider kann ich das nicht beobachten, was hier ist, sondern nur irgendwas, was daraus abgeleitet wird. Na gut. Dann tue ich das also mehrere Schritte entfalten und was ich dann habe, ist sozusagen ein räumliches Bild für die zeitliche Darstellung dieser Gleichungen. Und was ich zu leisten habe, ist also jetzt diese drei Matrizen hier zu bestimmen, um das hinzukriegen. Aber wenn Sie sich klar machen wollen, was die eigentliche Aufgabe ist, dann sehen Sie das doch mal so. Sie haben hier einen komplizierten Output zu erklären. Wenn der nicht kompliziert wäre, dann würden Sie sich die Mühe ja gar nicht machen. Und dieser komplizierte Output wird erklärt, indem Sie die Eigendynamik des dynamischen Systems hier rechnen, zusammen mit dem Einfluss der externen Treiber, die von außen das System schocken. Und die Aufgabe, die in dem Lernvorgang hier steckt, besteht eigentlich darin zu sagen, warum ist das hier kompliziert? Das könnte kompliziert sein, weil die Eigendynamik kompliziert ist. Oder das könnte kompliziert sein, weil die Schocks von außen eben kompliziert sich auswirken. Das wissen Sie bei großen Systemen, bei ökonomischen Systemen allgemein nicht. Und das auseinander zu rechnen, was ist Eigendynamik, was ist äußerer Einfluss, das ist eben sozusagen die eigentliche Aufgabe. Und wenn die Eigendynamik einen großen Anteil ausmacht, können Sie das auch mehrere Schritte in Richtung Zukunft fortsetzen. Also wenn Sie auf Trading, also wenn Sie auf Finance Banking gehen, dann ist mein Overall Claim, dass das Day-by-Day-Trading sehr stark Eigendynamik ist, während das die langzeitökonomische Beschreibung natürlich sehr viel mehr von den großen makroökonomischen Variablen abhängt. Aber wenn Sie Intraday machen, dann haben Sie eigentlich hier die blaue Linie.
So, das ist eine Beschreibung, die ich einige Jahre lang sehr schön fand und wo ich dann aber so kurz nach 2000 immer schlechter mich mit anfreunden könnte. Die Begründung dafür ist folgendes. Sie haben hier ein unlogisches System stehen. Sie sagen in der Vergangenheit, ich brauche die externen Treiber, um alles ausrechnen zu können. In der Zukunft sagen Sie, na, ich habe die halt nicht, also probiere es mal ohne. Das ist doch logisch inkonsistent. Und die Lösung, die ich dann gefunden habe nach vielen Jahren Arbeit, die würde so aussehen. Wenn Sie ein dynamisches System erklären wollen, gehen Sie weg von dieser Darstellung, die ich eben hatte, sondern sehen das so. Sie sehen die Welt durch ein Fenster, wie hier in diesem Bild von Salvador Dali, halt die Person, die aus dem Fenster guckt. Jetzt stellen wir uns vor, die Aufgabe besteht darin, die Bewegung von dem Segelboot hinten zu erklären. Wenn ich das tun will und das so angucke, wie man das normalerweise machen würde in dem Denkrahmen bis jetzt, dann würde ich hingehen und sagen, naja, ich gucke dem Boot halt 5 Minuten zu, wie der so fährt, und dann mache ich eine Prognose für die nächsten 5 Minuten. Das ist aber nicht das, was ein Segler tun würde. Ein Segler, wenn er da am Fenster steht, würde hingehen und sagen, bevor ich mich da mit der Frage mit dem Segelboot beschäftige, versuche ich aus den Wellenformen auf dem See die Windfelder über dem See zu rekonstruieren. Und wenn ich die weiß, habe ich eine viel einfachere Aufgabe, um das Boot, die Beschreibung von dem Boot zu machen. Und das heißt, also was ist sozusagen an Dynamik wichtig, das wechselt. Ich sage hier, der Zustand der Welt wird beschrieben durch einen langen Zustandsvektor, der für sich alleine vor sich hin iteriert. Was ich sehe, ist ein Ausschnitt davon, nämlich ich kann das ja so umsortieren, dass von dem Zustandsvektor der Welt einfach die ersten paar Variablen ausgelesen werden. Und dann besteht die Aufgabe darin, finde doch die Iteration der Welt, und dann, ja, ein Teil davon kannst du halt beobachten. Wenn man das tut, hat man ein System, was keine Inputs mehr hat, wo ich also keinen Stress habe, einen Unterschied zu formulieren in dem, wie die Vergangenheit und wie die Zukunft modelliert ist, weil es gibt so oder so keinen Input. Es gibt nur interne Variablen in diesem System. Und das kann man dann technisch weiter auseinandernehmen, um das zu lösen. Da bräuchte ich jetzt allein 10 Folien für. Das will ich nicht machen. Ich will Ihnen nur darstellen, die Schönheit in der Symmetrie. Sehen Sie, wir haben dann für Siemens Untersuchungen gemacht, wie verhält sich der Kupferpreis. Eine andere Abteilung will dann wissen, ja, wie verhält sich der Aluminiumpreis. Da würden Sie an der klassischen Diktion 2 Modelle machen. Weil bei dem einen Modell ist Kupfer zusätzliche Inputvariable, bei dem anderen ist Aluminium zusätzliche Inputvariable. Aber was ist das für eine Beschreibung der Welt, wenn Ihr Modell davon abhängt, für welche Abteilung Sie gerade arbeiten? Dann ist hier in dem Zusammenhang kommt das so alles nicht vor. Hier sagen Sie, mein Fenster, was ich angucke, enthält sowohl Aluminium wie Kupfer und noch einige andere Sachen. In unserem Metallmodell sind es 16 Variablen. Und die werden alle parallel zueinander gerechnet. Und ich sorge dafür, dass ich über die letzten Jahre hinweg eine gute Lösung kriege. Und dann iteriert es einfach weiter vor sich hin die nächsten 20 Tage oder in einem anderen Modell, was im Wochentakt läuft, dann 52 Wochen, sprich ein Jahresmodell. Ja, da können Sie halt Prognosen machen. Das hier ist Strompreisprognose, das hier ist Kupferpreisprognose. Die grünen Linien ist immer das, was wir zum Startzeitpunkt hier für die nächsten 20 Tage als Modell ausgegeben hatten. Und die schwarze Linie ist das, was die Welt dann gemacht hat. Also das ist hier toll. Wenn Sie der Einkaufsabteilung sagen, kauf hier zu dem Zeitpunkt, besser geht's nicht. Das Dumme ist nur, wenn man dasselbe Modell ein paar Wochen später anwendet, dann ist die grüne Linie die Prognose und die Welt macht das. Und das ist natürlich für die Einkaufsabteilung furchtbar. Wenn man dasselbe für Kupfer anguckt, wird man sagen, naja, das ist eigentlich schrecklich hier, aber es ist nicht ganz so schädlich, weil zufälligerweise hier eben auch niedrig war. Und wenn man das zum selben Zeitfenster hier später das Modell anwendet, ist eigentlich wieder toll. So, jetzt haben wir so viel Mathematik gemacht und sind nur in der Hälfte der Fälle zu einer guten Lösung gekommen. Was kann ich weitermachen? Ja, das liegt doch nicht daran, dass ich mehr Daten bräuchte, weil die werde ich nie kriegen. Die Welt ist zu kompliziert. Die Frage ist, muss ich mir überlegen, kann ich etwas einbetten, was Dynamik anders beschreiben würde und trotzdem zu meiner Mathematik passt? Und das Beispiel, was ich hier nennen will, ist
rückwärts beschriebene dynamische Systeme, also zielorientierte dynamische Systeme. Sehen Sie, ich bin ja nun oft genug von München nach Nürnberg auf der Autobahn hochgefahren. Und wenn Sie dann ein Auto haben, mit dem Sie 250 fahren können, dann fahren Sie automatisch auf der linken Spur. Und Ihre Hauptaufmerksamkeit liegt dann darin, wie verhalten sich die Leute auf der langsamen Spur hier. Weil wenn einer von denen vor Sie zieht, dann haben Sie verloren. Also müssen Sie irgendwie von vornherein abschätzen können, wird der die Spur wechseln. Das kriegen Sie nicht raus, indem Sie dem hier eine Zeit lang zugucken, weil dann sind Sie schon längst vorbei oder aber es war Pech. Das heißt, Sie müssen sich einen anderen Mechanismus ausdenken, wie Sie eine Prognose machen, wie der sich verhalten wird. Und der ist eigentlich völlig einfach. Sie überlegen sich, hat der einen Grund, das zu tun? Der Grund kann zum Beispiel sein, da fährt ein PKW hinter einem Lastwagen her. Der PKW hat 110, der Lastwagen nur 100 drauf. Ja, da können Sie wetten, dass der die Spur wechseln wird und dann haben Sie ein Problem. Also, kann ich zielorientierte Beschreibungen machen, die mir helfen, Dynamik besser zu verstehen? Das ist genau dasselbe, was hier passiert. Die Leute verhalten sich zum guten Teil danach, nach ihren Erwartungswerten, nach den Zielvorstellungen, die sie haben. Und leiten daraus das Handeln in der Gegenwart ab und das macht dann eben die Dynamik. Ja, was ist der Witz bei zielorientierten Dynamiken? Das ist doch, dass sie einen rückwärts gewichteten Zeitpfeil haben, ansonsten bleibt alles gleich. Das heißt, sie nehmen die Story, die sie vorher hatten, jetzt rückwärts und erklären die Dynamik dann. Wenn sie das für die Rechnungen, die vier Rechnungen tun, die wir eben gesehen haben, dann kommen halt wieder vier Lösungen raus. Das Interessante ist, die zu vergleichen mit den kausalen Lösungen. Wir hatten eine wunderbare kausale Lösung und keine gute Retrokausal. Wir hatten eine schreckliche kausale Lösung und eine viel bessere Retrokausale. Wir hatten hier eine, eigentlich schlechte kausale Lösung und eine bessere Retro. Und wir haben eine sehr gute kausale Lösung und eine schreckliche retrokausale Lösung. Dann könnte man sich so die Frage stellen, aha, anscheinend ist es so, dass die Welt manchmal nach dem einen, manchmal nach dem anderen Verfahren funktioniert. Aber das ist natürlich eine sinnlose Frage, weil woher soll ich das im Vorhinein wissen, was gerade passiert? Und die andere Antwort darauf heißt, vielleicht ist es ja nur halbe-halbe, ist es ja nicht immer so extrem, nur das eine, nur das andere. Also müssen wir unser dynamisches System hier so umändern, dass wir sagen, das hier ist eine retrokausale Schiene, das hier ist eine kausale Schiene und was ich erklären will, wird von beiden Seiten beeinflusst, gibt dann die zugehörigen Gleichungen. Und hier sehen Sie, dass diese lokale Struktur in den neuronalen Netzen ungeheuer wichtig ist, weil, egal wie groß das jetzt wird, ich kann immer noch damit rein lokal rechnen. So, und wenn Sie das dann rechnen, kriegen Sie Lösungen raus, sodass Sie nicht jedes Wochenende, wenn das neu gerechnet wird, Bauchweh haben müssen, wenn sie am Montag ihre Lösungen abliefern. So, jetzt machen wir aber Finance. Und wenn wir Finance machen, heißt das, wir müssen uns über Unsicherheit Gedanken machen. Deswegen möchte ich gern in dem Rahmen, den ich jetzt aufgebaut habe, über Unsicherheit diskutieren. Welche Möglichkeiten hätten wir da? Ja, die sinnloseste Möglichkeit, über Unsicherheit zu diskutieren, ist, indem ich sage, Unsicherheit wird ausgedrückt durch die Volatilität der Zeitreihen, die ich beschreiben will. Das ist einfach Unsinn, weil das würde bedeuten, dass ein Hochfrequenzsinus, dass der unsicher wäre, was natürlich Quatsch ist. Also, was ist ein besseres Argument für Unsicherheitsbeschreibung? Naja, also erstmal muss ich ein Modell machen und mit dem Modell so viel wie möglich erklären. Das sieht man in dem Bild hier, das ist eine Zeitreihe, die hat sogar mit Finance zu tun, ist aber eine Siemens-interne Zeitreihe. Die rote Linie ist das Ziel und dann mache ich ein Modell und Unsicherheit ist dann eben sozusagen der Restfehler, der hier übrig bleibt und daraus könnte ich einen Fehlerkanal machen, den ich in Richtung Zukunft weiterschreibe. Und daraus dann eben Unsicherheitsbalken um die blaue Prognose herum mache und wo hoffentlich dann die meisten Target-Werte dann auch drin liegen. Das ist eine Angelegenheit, über die man vorgehen kann, aber die eben bedeutet, dass ich erst ein Forecast-Modell machen muss, bevor ich das andere mache, weil sonst kann ich ja nicht sinnvoll darüber diskutieren, was die Abweichung ist. Na gut, leider funktioniert es hier nicht. Bei den neuen Modellen, die wir jetzt hier gemacht haben, warum nicht?
Achso, nee, ich soll es vielleicht in der Reihenfolge hier erklären. Die klassische Betrachtungsweise im Finance ist natürlich, das als Diffusionsprozess abzuleiten, wo wir dann einen Random Walk haben, der sich im Laufe der Zeit immer weiter aufweitet. Und ja, das gibt dann eben diese in Richtung Zukunft immer weiter auseinanderlaufenden Diffusionen. So, warum klappt das in unserem Kontext hier nicht? Die Antwort darauf ist, wenn man das im Detail durchgerechnet hätte, diese neuronalen Netze, die ich eben dargestellt hätte, dann würde man sehen, man muss die auf fast null Fehler runterrechnen, damit es funktioniert. Wenn ich aber fast null Fehler habe, dann habe ich in der Vergangenheit keinen Fehler. Wenn ich keinen Fehler in der Vergangenheit habe, dann behaupte ich habe auch in Richtung Zukunft keinen Fehler. Sprich, ich tue so, als könnte ich perfekt vorhersagen. Das glauben Sie mir natürlich nicht, dass ich das kann. Ich glaube es ja auch nicht. Aber wo liegt jetzt der wichtige Punkt? Ja, die Antwort darauf ist, bei diesen großen dynamischen Systemen hier können Sie das so rechnen, dass Sie immer so gut wie null Fehler haben. Das Dumme ist nur, wenn Sie die 200 Mal rechnen, dann kriegen Sie 200 etwas unterschiedliche Lösungen. Das sehen Sie hier unten in dem Bild. Also die Lösung, die wir da ausgerechnet haben, ist nicht nur einmal berechnet worden, sondern hier 200 Mal. Und die werden dann am Ende zusammengefasst zu einer Art Mittelwertbeschreibung, weil der Kunde das so will. Ich könnte aber eine komplette Unsicherheitsdarstellung abliefern, indem ich sage, naja, meine Modelle streuen eben in der und der Form. Wo ist jetzt die Begründung da drin, dass plötzlich wieder Unsicherheit auftaucht? Die Antwort darauf ist, meine Modelle hier erklären zwar total deterministisch aus der Vergangenheit heraus die Zukunft, aber es gibt nicht nur eine mögliche Erklärung aus der Vergangenheit heraus die Zukunft zu erklären, weil alle Erklärungen aus der Vergangenheit heraus in Richtung Zukunft, die beruhen ja auch auf der Rekonstruktion von Hidden, sprich unbeobachteten Variablen. Das habe ich Ihnen dann im Beispiel mit dem Segelboot mit dem Wind erklärt. Und wenn man das sozusagen auf die Gegenwart jetzt übersetzt, kann man das wunderschön formulieren, indem man sagt, ich kann beliebig viele Verschwörungstheorien aufstellen, um zu erklären, was gerade läuft. Und je nachdem kommen halt völlig unterschiedliche Prognosen raus. Sprich, das wird auch in 100 Jahren so sein, dass ich zur Erklärung von irgendwelchen Vorgängen wilde Verschwörungstheorien aufbauen kann, was ja nichts anderes ist wie die Rekonstruktion von Hidden Variablen. Ich könnte das bis heute Abend am laufenden Meter machen, wenn ich die Zeit hätte. So, und daraus entsteht eben automatisch ein Unsicherheitskanal, der nicht wegzudiskutieren ist. Naja, und wenn man den eben nicht so in Form von hässlichen grauen Linien darstellen will, sondern etwas besser darstellen will, dann ist hier die Dichte der grauen Linien in Form von Farben dargestellt. Je roter, desto mehr graue Linien. Und dann sehen Sie etwas Interessantes, nämlich die Unsicherheit ist keine Angelegenheit, die sich immer so verhält wie Normalverteilung, sondern die Unsicherheit ist etwas, was eine filigrane Mikrostruktur hat. Und die genauer zu untersuchen, finde ich einen wunderbaren Forschungszweig, weil das eben sagt, hier können Bifurkationen auftreten, hier kann es auch mal wieder zusammenlaufen und einfach nur hier an der Stelle den Mittelwert zu nehmen, wäre gerade das Schlechteste aller möglichen Lösungen. Die weiße Linie ist übrigens das Verhalten der Welt, nicht etwa eine Mittelwertlinie oder das rote. Ja, dann Sie haben ja viel mehr Erfahrung in Finance wie ich, aber das könnten Sie dann auch anwenden, um daraus sozusagen noch direkter über Finance was zu machen, indem sie sagen, also gut, ich will jetzt so ein Black-Scholes-Framework mal vergleichen mit dem, wie das hier rauskäme, wo eben keine Normalverteilung, nichts vorkommt, sondern alle Verteilungen immer über diese Unsicherheitsstrukturen hier ausgedrückt werden, die ja, wenn sie es hier durchschneiden, auch wieder so eine Verteilung geben. Da können Sie jetzt mal vergleichen, ist Ihr Black-Scholes-Preis oder ist Ihr auf den Daten beruhender Preis besser oder nicht. Also kann man noch viel machen. Wir hatten mal eine Doktorarbeit da drin laufen, die ist aber abgebrochen worden, weil die Dame zurück nach China gegangen ist. Und genau, jetzt also das klassische Beispiel zu dem Thema hier, wo der Ralf Grothmann und ich ja, 16 Jahre jetzt dran arbeiten. Das ist Kupferpreisprognose für Siemens. Hier sehen Sie die
die Zeitreihe des Kupferpreises. Hier sehen Sie solche Prognosen, die wir eigentlich machen können, aber die das Unternehmen nicht haben will. Die wollen einfach nur die Mittelwertlinie haben. Na gut. Und hier sehen Sie einen Vergleich mit der Effizienz von unserer Lösung, mit Verhältnis von irgendwelchen Banken und anderen Beratungsfirmen. Und jetzt als letzten Punkt würde ich gerne ganz kurz noch eingehen auf einen Vergleich künstliche Intelligenz, natürliche Intelligenz. Ich habe ja jetzt gerade begründet, dass künstliche Intelligenz in ihrer mathematischen Form gut ist, um Ökonomie besser zu verstehen. Und das meine ich auch genauso, wie ich es da erklärt habe. Aber ich würde gerne eine Abgrenzung machen zwischen künstlicher Intelligenz und unserer humanen Intelligenz. Ja, wir müssen uns anschauen, die Fragen bleiben ja dieselbe. Auch wir müssen diese drei Punkte erledigen. Wie machen wir das? Der Punkt hier ist, dass die humane Intelligenz natürlich eben nicht so läuft wie eine Kamera oder ein Mikrofon. Humane Intelligenz ist nicht nur, dass sie etwas aufnehmen und dann wie eine Schallplatte wieder abspielen können. Nein, sie müssen ja versuchen, das so aufzunehmen, dass sie das tatsächlich aktiv wahrnehmen, nicht nur passiv. Und bei dem Thema Understanding würde ich Ihnen gerne den Unterschied, meine Beschreibung für den Unterschied von Einsicht versus Algorithmus darstellen. Und bei Action Planning ist klar, wir müssen die Ziele setzen, nicht eine Maschine. So, was ist der Unterschied von aktiver und passiver Wahrnehmung? Also da ist ein Punkt dabei, der Ihnen insbesondere was sagen sollte, wenn Sie keine guten Augen haben. Nämlich eine der besten Augenübungen, die es gibt, ist, versuchen Sie das, was Sie da zu sehen, nochmal neu zu malen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Pinsel in der Hand und Sie machen ein Duplikat davon. Das ist eigentlich beim Studieren auch so. Ich denke, alle Leute, die mir gerade zuhören, haben in ihrem Studium noch da gesessen und während der Vorlesung mit Papier und Kugelschreiber da das abgeschrieben, was an der Tafel stand. Heute bei diesem Overkill mit PowerPoint-Folien haben die Leute nicht mehr die Möglichkeit, das auch nur abzuschreiben. Das heißt, dieser Punkt des aktiven Wahrnehmens fällt schon mal. Und der fehlt Ihnen in der Vorlesung. Und ob Sie es dann abends tun, da kann ich immer nur drum Werbung machen, wenn ich diese Vorlesung halte. Also lassen wir es dabei, sonst komme ich mit der Zeit nicht hin. Kommen wir zum Thema Understanding. Ich würde Ihnen gerne den Unterschied klar machen von Learning from Data und Einsicht. Als ich das erste Mal erzählt habe, habe ich mir das Beispiel überlegt, Kepler versus Newton. Kepler hatte einen Haufen Zahlen, aus denen heraus abgeleitet habe, die Planeten müssen in Ellipsen um die Sonne rumlaufen. Newton hat eine Handvoll von unerwarteten Axiomen aufgestellt, zum Beispiel Trägheitsaxiom, was wir nie beobachten können. Ich meine, wenn da einer sagt, ein Körper bewegt sich von links nach rechts mit einer bestimmten Geschwindigkeit, es ist überhaupt keine Kraft auf ihn, dann wird er bis zum Ende des Universums in dieselbe Richtung weiterlaufen. Das können Sie nicht beobachten. Aristoteles hat dazu gesagt, wenn ein Körper sich von links nach rechts bewegt und keine Kraft auf ihn wirkt, dann wird er nach einer endlichen Zeit stehen bleiben. Das können Sie 100 Mal am Tag beobachten. Sprich, die Aristoteles- oder die Data-Driven-Lösung, die ist viel naheliegender. Aber Newton hat sozusagen umgekehrt formuliert und hat damit natürlich sozusagen aus seinen Axiomen alleine heraus die Ellipsenbewegung erklären können. Als ich das vorgetragen habe, habe ich dann so das Argument im Raum gespürt, naja, kann ja sein, dass Newton das konnte, aber was ist mit mir? Also habe ich nach einem möglichst einfachen Beispiel gesucht, um denselben Unterschied rauszuhaben, nämlich Einsicht versus Learning from Data. Das Einfachste, was mir einfiel, war, die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad. Wie würden Sie das Learning from Data mäßig begründen? Ja, Sie tun halt 10 oder von mir aus auch 100 Beispiele ausmessen, da kommt immer ungefähr 180 raus. Dann nehmen Sie einen Mittelwert, da steht da 180 und alles ist gut. Da würde ein Mathematiker sagen, so ein Schwachsinn. Was ich machen muss, ist, ich muss mir zwei Axiome hinschreiben, nämlich da zwei Geraden schneiden sich, dann sind die opponierenden Winkel hier gleich. Und wenn ich Parallelen habe, eine geschnittene Linie, dann sind die Stufenwinkel gleich.
Jetzt brauche ich noch 15 Sekunden, um Ihnen das da abzuleiten, nämlich Sie nehmen ein Dreieck her, machen eine Parallele zur Grundlinie, dann ist der Winkel gleich dem, der Winkel wegen Stufenwinkel gleich dem und der Winkel gleich dem, die drei zusammen geben 180 Grad. Das stimmt für unendlich viele Dreiecke, nicht nur für eine unendliche Menge, sondern das hier ist eine Einsicht, die ich hier dargestellt habe und nicht etwa nur ein Zahlenspiel. Diesen Unterschied würde ich gerne in den Vordergrund stellen, wenn ich sage, wir machen Sachen anders, wir lernen vom Data. So, und bei Action Planning ist natürlich klar, wir bestimmen, was ist die Zielfunktion, die vorgegeben wird. Da gibt es immer diese schlimmen Beispiele bei autonomen Fahren, wenn die eine oder andere Art Unfall gemacht wird, wofür was soll man sich entscheiden oder für was soll sich die AI dann entscheiden, dann kann man wieder lange drüber reden. So, noch ein anderer Punkt. Ich glaube nicht, dass Wissenschaft etwas ist, was einfach nur vor einem auf dem Tisch steht oder in einem Buch zu lesen ist. Ich glaube, Wissenschaft ist die Wechselwirkung von einem Wissenschaftler und dem Inhalt der Wissenschaft. Im Extremfall schauen Sie sich an Quantentheorie. Die ist formuliert worden von Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Einstein, Neumann, Feynman, Bohm und so weiter. Die haben eine unterschiedliche Mathematik gemacht, um dieselbe physikalische Realität zu erklären. Und die sind natürlich untereinander am Ende des Tages äquivalent. Aber sie haben einen völlig unterschiedlichen Zugang gehabt. Und das ist eben auch, wenn Sie jetzt meine Darstellung von Artificial Intelligence angucken, das ist meine Sichtweise davon. Und die ist eben begründet, weil ich diese Perspektive habe, die ich Ihnen beschrieben habe. Und Human Intelligence hat eine Perspektive. Diese Computergeschichte da, also wenn ich AI rechne, hat eben keine Perspektive. Und da würde ich eben den Unterschied sehen. Zusammengefasst sei das so gesagt, Artificial Intelligence ist unschlagbar, wenn Sie große Datenmengen haben, weil das wird Sie erstens langweilen und zweitens können Sie sich das gar nicht merken. Wir sind gut, wenn wir bei der Wahrnehmung diese aktive Wahrnehmung machen müssen, eben nicht nur Kamera spielen. Dann die beim Verstehen hier, Mathematik ist gut für High-Dimensional, Non-Linear, da sind Menschen typischerweise nicht gut. Aber wir sind gut in Einsichten haben. Und bei Action Planning, ja, ich kann ganz viel rechnen, aber irgendeiner muss gesagt haben, was die Reward-Function war. So, ein Teil der Angelegenheiten, die ich gerade dargestellt habe, können Sie zum Beispiel in diesen Buchkapiteln hier finden. Nicht die volle Darstellung, aber immerhin. Ein guter Teil der Sachen sind hier auch drin. Und da möchte ich insbesondere auch nochmal auf die Zusammenarbeit mit den Herren Grothmann und Tietz referieren, weil ich über sehr viele Jahre hinweg mit denen zusammengearbeitet habe, um das machen zu können. Und wenn Sie lieber Vorträge hören, es gibt eine Vorlesung an der Uni in Erlangen hier, das war 24 Stunden vom letzten Jahr. Da habe ich sowohl Feedforward wie auch rekurrente Netze dargestellt. Und dieses Jahr habe ich im Wintersemester nur Feedforward-Netze 24 Stunden lang gelesen. Und das war so ein ganzes Stück noch ausführlicher. Dann im nächsten Sommersemester kommt dann rekurrente Netze für 24 Stunden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt sollte ich ja schließen. Ganz herzlichen Dank, Herr Zimmermann, für diesen wirklich extrem spannenden Vortrag. Ich schaue mal in die Fragen und Antworten und ob es Fragen von Teilnehmern gibt, die würde ich bitten, die Hand zu heben, dann kann ich sie freischalten. Oder wenn Sie möchten, können Sie auch die Frage in den F&A-Teil von Zoom schreiben und dann würde ich die Fragen Herrn Zimmermann stellen. Wenn bislang noch keine Fragen da sind, würde ich, wenn ich darf, Ihnen eine erste Frage stellen. Als jemand, der aus der klassischen Statistik kommt, hatte ich immer diese scheinbar falsche Darstellung, dass sozusagen KI eine Möglichkeit ist, auch ohne Kausalität zu Ergebnissen zu kommen. Und wo mir das vor kurzem bewusst geworden ist, ich glaube, am MIT wird derzeit dazu geforscht, ob man mit der Aufzeichnung, wie Personen husten, denn erkennen kann, ob die Person das Coronavirus in sich tragen und die Vorhersagen sind wohl sehr gut. Und ich dachte, Mensch, das ist ja wirklich toll. Scheinbar ist es so, dass es wirklich Anwendungsbereiche gibt, wo ich keine Kausalität brauche, aber trotzdem zu extrem guten Ergebnissen komme.
was Sie ja gezeigt haben, ist ja das komplette Gegenteil meines Erachtens. Also Sie sagen ja, dass Kausalität extrem wichtig ist, auch wenn ich diese Verfahren nutze. Und das wäre der eine Teil der Frage sozusagen, ob die Beurteilung korrekt ist. Und was sich anschließt, ist, Sie hatten ja auch vorher ein Bild von Herbert Simon gezeigt, der sagt, dass Menschen vor allem auch Heuristiken nutzen. Inwieweit denken Sie denn, dass Heuristiken in KI-Methoden eingebaut werden können und sollten? Ich würde gerne das erste deutlich, also ausführlich beantworten. Kausalität. Ich habe früher geglaubt, Kausalität ist eine Eigenschaft der Natur. Ich bin mir da heute weniger sicher. Und das will ich sozusagen ein paar Stufen herleiten. Sehen Sie, wenn Sie das angucken, hier haben Sie einen Input-Output-Zusammenhang, der sagt, okay, aus den Input-Variablen erkläre ich jetzt den Output. Das ist bei einem linearen Modell trivial, weil da ist der Input-Output zusammen immer gleich. Aber wenn Sie ein nicht lineares Modell haben, dann haben Sie ja, dass manchmal der Input den Output stark beeinflusst und manchmal völlig andere Variablen den Output stark beeinflusst. Das heißt, in einem nicht linearen, hochdimensionalen Zusammenhang ist die Frage, was ist Kausalität, schon viel schwerer zu untersuchen, wie das bei einem linearen Modell der Fall ist. Wenn Sie dann hingehen und sagen, ja, jetzt machen wir doch mal ein nichtlineares Modell mit einer dynamischen Systembeschreibung zusammen. Dann kriegen Sie eine Zerlegung von der Input hier muss nicht sofort auf den Output wirken, sondern der kann erst viel später darauf wirken. Ja, wie lang ist dann noch die Kausalität? Wo sehe ich dann noch die Kausalität? Und wenn Sie dann hingehen und sagen, ja, Sie haben diese 8 Modelle hier, da haben Sie ja eigentlich überhaupt keinen Input mehr. Das heißt, Sie können nicht über Input-Output sprechen. Hier reden Sie nur davon, zu einem gegebenen Zeitpunkt habe ich beobachtet, irgendwelche Sachen sind parallel passiert. Und im nächsten Zeitpunkt beobachte ich wieder, irgendwelche Sachen sind parallel zueinander passiert. Das heißt, diese Frage, der Input macht den Output, kommt hier überhaupt nicht mehr vor. Das ist erstmal ein Schlag ins Gesicht, aber Sie können das positiv lesen, indem Sie sagen, diese ganzen sinnlosen Chicken-Egg-Probleme, also was war zuerst das Huhn oder das Ei? In der Ökonomie haben sie das in Form von, ja, treibt die Nachfrage das Angebot oder treibt das Angebot die Nachfrage? Da können sie sich endlos im Kreise drehen. Und das heißt, diese ganzen Sachen kommen hier nicht mehr vor, sondern die tauchen nur noch auf. Okay, zum gegebenen Zeitpunkt habe ich das beobachtet, zum nächsten Zeitpunkt habe ich das beobachtet. Und diese Frage, die wir gerade diskutieren, ist hier nicht mehr explizit, tritt hier nicht auf. Und dann habe ich ein Stück später erzählt, ja, man kann sozusagen die Welt auch nicht nur immer in Zeitrichtung, sondern auch gegen die Zeitrichtung beschreiben. Und die besten Modelle, die wir dann haben, das sind Modelle, die beides gleichzeitig tun. Sprich, hier habe ich auch im Sinne der Kausalität aufgelöst die Zeitrichtung. Und in dem Sinne würde ich heute die Formulierung wagen, Kausalität ist ein wunderbares Modell für uns zu denken, aber es ist ein Modell in Kausalität zu denken. Ob die Welt wirklich so ist, weiß ich nicht wirklich. Die besten Modelle kriege ich raus, wenn ich das so rechne, nicht wenn ich das kausal rechne. Und in dem Sinne, würde ich sagen, ich mag das ja auch in Form von Kausalität zu denken. Aber ob die Welt so funktioniert, ist eine völlig andere Frage. Und ja, also das war die Antwort auf die erste Frage, die Sie gestellt haben. Was war die zweite nochmal? Die Frage war, ob man Heuristiken auch in Modelle der künstlichen Intelligenz einbauen sollte und kann. Also Sie können sagen, Heuristik ist eine Art, sagen wir mal, a priori Annahme, so dass ich schneller eine Lösung finden kann. Also der erste Punkt hier an dem Spiel ist folgendes. Wenn es um die Frage geht, eine schnelle Lösung zu rechnen, dann war ich immer auf der Seite, ich möchte eine gute Lösung haben, nicht eine schnelle. Ich kann Ihnen Beispiele zeigen, wo, wenn Sie darauf fixiert sind, eine schnelle Lösung rauszukriegen, dass Sie dann eine weniger gute Lösung rauskriegen. Das liegt daran, weil neuronale Modelle typischerweise überparametrisiert, also unterbestimmt sind. Und wenn Sie dann bei unterbestimmten Modellen zu sehr auf die Zielfunktion, die Sie da gerade hinschreiben, achten,
dann können Sie andere Eigenschaften im Modellbau vernachlässigen, zum Beispiel Stabilität. So, das heißt also, die Angelegenheit, Heuristiken zu verwenden, ist eigentlich eine Hilfestellung, wie könnte ich Modellbau besser machen, wenn meine eigentliche Rechnung es nicht von alleine gut tut. Also ein Beispiel für so eine Heuristik ist eben, indem Sie da irgendwie ein Penalty-Verfahren oder was verwenden, um zu sagen, ja, kleine Parameter sind schön. Das ist aber immer sehr gefährlich, weil Ihre Heuristiken ja eine Zusatzstrukturierung in das Problem reinbringen, die von alleine nicht da war. Also ich würde da sehr vorsichtig mit umgehen. Okay, ich schaue mal in den Chat oder in die Fragen- und Antworten-Session. Herr Möhler hat eine Frage. Ja, Herr Zimmermann, vielen Dank für den schönen Vortrag. Wir haben kürzlich eine Patentanalyse durchgeführt. Ich komme ja aus dem Technologiemanagement und festgestellt, in China gibt es eine immense Aktivität, die sich nur ausschließlich auf China bezieht. Das heißt, die Erfindungen, die da gemacht werden, werden dort angemeldet als Patent, aber nirgends sonst. Können Sie uns eine Idee geben, was dort passiert, ob jetzt etwas anderes passiert oder ob das einfach nur ganz viele Daten sind, die dort vorliegen? Also zunächst mal glaube ich, dass China ja eine ganze Zeit lang versucht hat, alles aufzusaugen, was es aus dem Ausland kriegen konnte, aber in starkem Maße sich selber einfach genug ist. Und dass die, also, oder um, vielleicht ist Ihre Frage eher andersrum gemeint, ob ich glauben würde, dass da irgendwas Geheimnisvolles passiert, was uns überrunden würde. Die Antwort ist nein. Ich meine, es gibt Siemens-Abteilungen in China, die, womit ich ja dann auch zusammengearbeitet habe. Und was ich immer da gesehen habe, zeigt mir nicht, dass es uns grundsätzlich überlegen in irgendeinem Punkt. Okay, vielen Dank. Ich meine, was brauchen Sie? Was ich dargestellt habe, natürlich brauchen Sie große Computer, haben die inzwischen auch, ja. Was Sie brauchen, ist gute Mathematik. Die haben auch gute Mathematiker, aber die braucht es halt überall. Und in dieser Art mathematischem Denken haben wir immer noch einen historischen Vorsprung. Okay, wir haben noch zwei Fragen. Ich erteile als erstes Frau Pietschmann die Spracherlaubnis. Können Sie mich hören? Ja. Wunderbar. Guten Tag, vielen Dank, Herr Zimmermann, für die hervorragende Präsentation, wirklich sehr interessant. Mich würde das Thema Krisenmanagement und Krisenforecast interessieren. Also, wie schnell, gut oder optimal würden Sie sagen, kann man mit der Hilfe der künstlichen Intelligenz eine globale Wirtschaftskrise hervorsagen, mit der, also die 2008-Krise zum Beispiel oder jetzt natürlich die Corona-Pandemie. Das hat ja alles im Dezember, ist das alles ein bisschen bekannt geworden. Wie würden Sie das in Ihrem Modell betrachten oder beschreiben? Ja, ich würde gerne die Frage nochmal in meinen Worten stellen, nämlich Sie haben einmal den Gesichtspunkt, es passiert etwas völlig Unerwartetes und kam das in den Modellen schon vor. Die Antwort darauf ist, könnte sein, weil wenn dieses völlig Unerwartete in Wirklichkeit in den Hidden Variablen drin vorkommt, dann ist es natürlich eine Angelegenheit, die Sie zwar nicht wichtig genommen haben, nicht ernst genommen haben, aber die natürlich vorkommen kann. Sprich, wenn Sie jetzt 200 Rechnungen machen, dann gibt es auch Rechnungen hierbei, die, sagen wir mal, sehr wirre Hidden Variablen-Erklärungen beinhalten und die von daher eben eine Möglichkeit eröffnen, wie sich die Welt weiterentwickeln könnten. Die nehmen Sie aber nicht ernst, weil die meisten Rechnungen, die laufen, liegen halt in dem Mittelfeld hier. Und deswegen sagen Sie, ja, also wenn ich so viele Lösungen habe, dann glaube ich doch erstmal eher die Lösungen, die hier im Mittelfeld liegen. Nur die Breite von dem Kanal, die sagt Ihnen was aus. Also auch hier, die Breite von dem Kanal sagt Ihnen was aus.
dass hier vielleicht eine einzelne Lösung dabei ist, die eine völlig andere Sichtweise auf die Welt hat. Das können Sie ja nicht tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ernst nehmen. Aber Ihre Frage hat einen zweiten Teil, nämlich der zweite Teil ist, wenn denn dieses Ereignis aufgetreten ist, wie kann ich dafür sorgen, dass die veränderte Welt berücksichtigt wird und nicht einfach so weitergerechnet wird, als wäre nichts gewesen und das Ganze war nur ein Ausreißer. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Sie haben also jetzt da die Zerstörung der Türme in New York. Bis einen Tag vorher hätten Sie sagen können, die Welt war völlig normal. Also vor 9-11 meine ich. Bis einen Tag vorher war die Welt völlig normal und kein Mensch hätte sich irgendwo darüber Gedanken gemacht. Und das heißt, die Modelle, die sie da bis dahin gebaut haben, die sollten mehr oder weniger normal laufen. Jetzt ist es aber passiert. Wenn sie dasselbe Modell dann einen Tag später immer noch benutzen, dann ist das eigentlich schon eine bedenkliche Handlungsweise. Weil eine Strukturierung, die in den Daten vorher überhaupt nicht zu sehen war, ist plötzlich ganz wichtig. Und wie kriege ich das da rein? Na gut, und das machen natürlich so Modelle. Ralf Grothmann und ich haben das da auch bei Siemens alles untersucht. Error Correction Neural Networks, die benutzen den eigenen Fehler, den sie an einem Tag machen, um daraus dann eben abzuleiten, ich habe eine Input-Variable verpasst. Die Input-Variable kann ich immer noch nicht sehen, aber ich sehe sie dadurch, dass ich so einen großen Fehler gemacht habe und benutze meinen eigenen Fehler als zusätzliche Input-Variable und kann damit versuchen, mich möglichst schnell auf die neue Situation anzupassen. Das heißt also die Frage, die ich sozusagen untersuchbar finde, ist, die ich untersuchbar finde, ist zu sagen, wie kann ich mich nach einem Crash oder nach einem besonderen Ereignis möglichst schnell auf die neue Situation anpassen. Die Frage, wie wäre ein solches Ereignis im Vorhinein schon sichtbar gewesen? Ja, bitte, das sehen Sie in dem Bild hier. Es ist sichtbar. Ich weiß nur nicht, welche von den verschiedenen Möglichkeiten es wirklich ist. Sie können doch auch, jeder von Ihnen kann wahrscheinlich bis heute Abend immer neue Verschwörungstheorien erfinden, um zu erklären, was gerade in Amerika los ist oder sonst wo an weltpolitischen Ereignissen los ist. Oder mit Corona, die Erklärung für Corona. Ich kann Ihnen da welche machen, die halbwegs logisch klingen. Ich kann Ihnen welche machen, die finden Sie nur noch lustig. Aber die sind rein logisch gesehen, können Sie die nicht entscheiden. Okay. Herr Zimmermann, wir hätten noch zwei Fragen aus dem Chat und ich würde Sie bitten, möglichst eine kurze Antwort zu geben, weil wir sozusagen schon ein bisschen über die Zeit sind. Die eine Frage ist, was würden Sie denn Studierenden sozusagen empfehlen, beispielsweise oder Wissenschaftlern, welche Software sie nutzen sollten, wenn sie mit KI-Methoden arbeiten? Und die andere Frage ist, sehen Sie auch einen Trade-off zwischen der Prognosegüte von KI-Modellen und der Erklärbarkeit, also Explainability von AI? Gibt es diesen Trade-off und was sind da Ihre Erfahrungen? Also erstens Software. Ich habe natürlich mein Leben lang immer die Siemens Software benutzt, Zen heißt die. Und das war unsere Forschungssoftware, das heißt, die enthält alle Mathematik über das, was ich hier geredet habe. Also insofern ist das für mich perfekt. Die ist zum Teil auch weitergebbar. Also Fraunhofer zum Beispiel hat sie auch, einige Unis haben sie auch. Aber man muss halt lernen, damit umzugehen, weil das war nicht als zum schönen Aussehen gemacht, sondern es war gemacht, um unsere Forschung zu machen. Heutzutage ist natürlich diese großen Google-Softwaren da, ob sie nun TensorFlow, Keras und wie es alle heißt, wenn Sie die benutzen wollen. Das habe ich selber nicht gemacht, weil wir durften in den 90er Jahren überhaupt keine Bildverarbeitung machen. Die fand bei Siemens in Princeton statt und nicht in München. So, und von daher, wenn es darum geht, auch Bildverarbeitung und so weiter zu machen, sind natürlich die Software von diesen ganzen Companies, die das Internet als Datensatz für Bildverarbeitung benutzen, sind natürlich absolut überlegen. Da sitzen viele hundert Programmierer. Das war die eine Frage. Die andere ist, also ich glaube nach wie vor, dass das mathematische Verständnis, die Einsicht in das mathematische Verständnis das Wichtige ist, nicht nur jetzt irgendwie ein Software-Tool zu benutzen.
Jetzt hatten Sie noch eine zweite Frage, die hat gerade nicht. Die Frage war, ob es ein Trade-off gibt in Ihrer Erfahrung zwischen Prognosegüte und Erklärbarkeit von KI? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Weil wenn Sie gute Modellierungen machen, dann müssen Sie ja die Einsicht haben, was Sie da tun. Und von daher können Sie das dann auch ausdrücken. Zum Beispiel über Sensitivitätsanalysen. Zum Beispiel, also hier dieses Modell drückt aus, hier unten, das, was Sie hier sehen, dieses Modell da unten drückt aus, was ist die Sensitivität der Outputs oder des Outputs gegenüber 35 Input-Variablen hier. Und das wiederum drückt aus, manchmal sind die Input-Variablen und die Output-Variablen so rum zusammenhängend, manchmal auch anders, ist halt bei nichtlinearen Modellen so, da können Sie darüber reden. Also das heißt, Sie können das immer machen, kein Problem. Aber das ist halt schon ein Stück Arbeit, ja.